Willkommen zum nächsten Wechselkarussell und diese Woche steht ganz im Zeichen amerikanischer Teams. Wie ihr bereits wisst, spielt Stanislaw ja nicht mehr für Team Liquid, dafür ist ja Steel von den Immortals zum Team dazugestoßen. Allerdings kommt der Wechsel zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Steel hat in den meisten Ligen bereits unter der Flagge der Immortals performt und ist dementsprechend nicht in einem anderen Team spielberechtigt. Aus diesem Grund wird der Coach Zeus auf den ESL Pro League Finals für Team Liquid spielen. Gekonnt sieht anders aus, liebes Team Liquid, und wann Steel endlich mal wirklich für Team Liquid auflaufen wird, das bleibt abzuwarten. Ich vermute, dass sogar auf dem Major Zeus mitspielen wird. SK Gaming ist aktuell auf einem absoluten Höhenflug, jetzt konnte man sogar die Blast Pro Series gewinnen. Die nötige Sicherheit gibt hier Bolts. Jetzt wurde bestätigt, dass man mit Bolts auch die ESL Pro League Finals spielen wird. Es spricht also alles dafür, dass dieser Transfer in Zukunft auch festgemacht wird. Starke Sache für Bolts und mit diesem Lineup ist SK Gaming auf jeden Fall Titelfavorit bei den ESL Pro League Finals. Kein wirklicher Wechsel, aber ein Fakt, der eine News wert ist, ist, dass die Immortals ihre Matches in der ECS aufgeben mussten. Das liegt laut Organisator daran, dass die Immortals keine 5 Spieler mehr stellen können. Durch die Abgänge von Steel und Bolts ist der harte Kern des Teams weg und so wie es aussieht, wurde dem Coach ZQKS und Neuzugang Destiny die Einreise in die USA verwehrt. Damit geht der Zerfall der Immortals in CSGO immer weiter. Ob sich die Organisation in diesem Bereich davon erholen wird und vielleicht wieder ganz von vorne anfängt, da müssen wir wie immer drauf warten. Ja, das Wechselkarussell in dieser Woche damit durch. Das waren jetzt nicht unbedingt viele Wechsel, aber ich denke ein paar Bekanntmachungen, die doch sehr wichtig waren, die ich hier nicht unerwähnt lassen wollte. Ich hoffe, ihr seid wieder auf dem neuesten Stand, freut euch auf den Rest des Jahres und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns, macht's gut und haut rein.